es geht auch direkt weiter mit der Story. Wir spielen jetzt mit Himeko. Himeko, let's go. Schauen wir uns mal kurz um, was es die so gibt. Boah, da, was ist das für eine Waffe, bitte? Was ist das für eine Waffe, bitte? Einsammeln. Aufzeichnung, ein Narrenspiel und eine Weltraumpflanze. Aha, interessant. Eine Sekunde. Bücherregal. Was habe ich da gerade eingesammelt? 2 von 4. Oh, es gibt auch Bücherreihen, oder was? Interessant. Dinge können wir lesen. Oh, ich wollte schon sagen, lass mich mal eine Story lesen, aber die Dinger sind viel zu lang, Alter. Okay. Ah, okay. Das wird interessant sein. Da gibt es bestimmt auch wieder irgendwelche Belohnungen, wenn man die Bücher komplett einsammelt. Deswegen werden wir ihn dann auch gezielt suchen. Ich denke, das wird einen Rahmen sprengen, wenn ich jetzt das komplett durchstoße. Deswegen jumpen wir tatsächlich weiter und machen die Story. Looten können wir wandern, das. Aber einmal will ich mich hier noch umschauen. Hier gibt es nichts. Was gibt's da? Auch nichts. Hier. Notizen der Forscher Teil 2. Schöne Sache. Das müssen wir uns merken. Das müssen wir uns merken. Dass wir die Bücher benötigen für irgendwelche Erfolge oder sonst was. Das werde ich noch herausfinden. Wer bist denn du? Ach, da. Telemetry signal frequency unusually high. Maintain at normal levels. Our measurements predict that the Legion is about to unleash over 10 waves. Der hat aber eine strenge Stimme. Asta, we're back. Oh, I'm glad you're all back safe. Arlen just told me about the Sitchin times of disaster. I realize more and more that the space station's research. But on the other hand, the entire crew of the Astral Express. What is the current situation on the space? The situation is under control for now. The damage to our security system was minor. The real problem lies with the researchers. They trust. Let's go speak with the researchers. Right now, the space station can't afford. I sent multiple letters, all met with silence. I knew it. No matter. I'll also send a letter to Herta and tell her that. Oh, that would be of great help. Gut, neue Funktion verfügbar. Wop. Teleportation oder was? Nein, Wishes. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Okay, komm. Alter. Wie witzig ist das bitte? Geil gemacht. So, Ast erhalten. Wie witzig. So. Boah, was bist denn du bitte? Seele. Was ist das? Ah, Lichtkegel. Ich hab's gewusst. Das ist so eine Art... Waffe ist falsch. So eine Art Artefakt, was wir echt benötigen, um unsere Figuren stärker zu bekommen. Hier, wir haben den Startwarp mit 20% Rabatt und die Standarddinger. Da mache ich aber ein separates Video dazu. Ich werde ein Pull-Video machen, weil ich will unbedingt die geilsten Charaktere hier bekommen. Hier ist wieder ein Weltraumpflanze. Was haben wir hier? Figuren. Stimmt, wir haben eine Figur erhalten. Die haben wir zur Probe. Asta. Geil, geiles Ding. Und wir haben eine Nachricht erhalten. Die Belohnung für die Voranmeldung. Leute, hier holt ihr das ab. Von Pompom bekommt ihr die. Ihr bekommt 20 Puls. Was ist das? Profilbild. Okay. Und 100.000 Credits. Nehmen wir alles mal mit. Danke. Sehr lieb. Okay. So, jetzt haben wir noch eine Figur. Das ist ein 4-Sterne-Charakter gewesen, geil. Wo sind die Sterne? Wo sind die Sterne? Warte, du bist ein 5-Star-Charakter. Safe. Ich weiß nicht, also irgendwo müssten die Sterne stehen, aber ich sehe das gerade nicht. Wenn wir noch herausfinden. Noch eine Nachricht. Spielerumfrage. Ja. 300 Credits. Und 50 Jahre, wenn man an der Umfrage teilnimmt, könnt ihr dann machen.
Ich mache aber erstmal mit der Story weiter, Leute. If only I caught the Antimatter Legion sooner. Wie geht es dir? Oh, I'm fine. This pain is nothing, really. I'm... But, Wie geht es der Raumstation? There were, the rest are fine. Mostly minor injuries. Most of them came to the space station because... Und wie ist Asta so? My first impression was that she was the daughter of a rich... She was kind to me, though. I don't know much about science. Okay. I hope all this... Erhalten Gegenstände. Danke. Echt lieb von dir, dass du mir so etwas gibst. Kann ich gleich anlegen. Danke. Lichtkegel verstärken. Unsere Lichtkegel können wir aufleveln, so wie gesagt, und verfeinern. Ich könnte noch eine... Hä? Kann ich das irgendwie lesen? Nee, ich lasse es einfach mal drin. Ich lasse es einfach mal drin. Figuren. So, hier haben wir einen Lichtkegel drin. Machen wir hier mal einen Lichtkegel rein. Und zwar... Okay, du hast nichts, was... Okay, wenn man es nicht anlegen kann, dann wird es so... angezeigt. Machen wir das mal rein. Machen wir die auch mal was rein. Okay, einfach mal rein und dann schauen. Die Musik allein. Schieb den Hebel runter, Alfred. Thanks, kid. We're doing some pre-checks for the satellite remote sensing. I'll hold down the button to monitor the signal, and you push the control stick according to my instructions. But first, let's talk about the controls. Our pre-checks have 3 steps. It's quite a bit to remember. Verstanden. Hoch runter nach links. Ups. Wrong order, kid. Push the control stick up to activate hoch, the spectrometer. Dann nach rechts. Right for the attenuator. Dann runter, okay. Hoch runter rechts. Oh, wrong order, kid. Ich kann mir das nicht merken. Hey, dir sagt doch hoch. Rechts. Und nach unten. Ah, da ist es doch. Ups, ich bin so dumm. Abraham was close to Mann. Ich kann nicht mal lesen, Alter. Ich kann nicht mal lesen. Lukas. Was geht ab, Lukas? Oder heißt Lukax? Da ist nicht Lukas, da heißt Lukax. Lukas, der kackt. Lukax. Was machst denn du? Alles gut bei dir? Ha? Komm, wir reden da mal sehen. Die Forscher haben alle hier Refuge genommen. Sie können Teil des raren Items sein. Was ist denn das? At the space station, we've always collected rare items. And I, Lukasz, outstanding researcher of the Herta Department of Galactic Geo... Ja, okay, beruhig dich, Lukasz. Weil ich deinen Namen nicht kannte. Oh, der rast voll aus, Alter. Perfect, my friend. Now, let us work. Protect rare item rights. Oh, Alter, chill mal, Alter. Oh mein Gott. Alter. Oh, hätte ich mit ihm reden sollen? Ist voll ausgerastet, dieser Typ. Ja, okay. Gleich gibt's Schläge. Hi. I need to Abraham. Leave. I need to run from this forsaken. No, it's impossible. Look, the obstacle detection terminal has recorded 142,000. I know in my heart that when I see that. Everyone keeps saying that. Negative, positive, okay. A negative of a negative. Life inevitably comes to an end. I will pull myself together. So, also, eine Sache nervt mich, sage ich aber gleich. Reiselog, nimm an allen Arten von Aktionen teil, um entsprechende Belohnungen zu erhalten. Was ist denn das? Aha. Reiselog. Ah, okay, okay. So tägliche Belohnungsdingern, bla bla bla. Machen wir mal. Sonderpass. Okay, limitierte Warp-Gegenstände. Wie viel bekommen wir? 1, 2, 4, 5, 6, 7, genau 10 Stück, damit wir mal einen 10er-Puls starten können. Was haben wir noch? Okay, wir müssen die Stufe auf 35 erhöhen, um nochmal 10 Puls zu bekommen. Plus die Jade-Punkte. 10, 20, 30, 40 Puls plus 1600 Jade. Was haben wir hier? Erhältlich nach Abschließen der Trailblaze-Mission. Okay. Okay, das sind Sachen, die ich erst abschießen muss, um es zu erhalten.
und Seele. Oh mein Gott, ich will dich haben als Charakter. Sieht richtig nice aus. Hier stehen die Sterne, aber ich hab's nicht im Ding gefunden. In Figurendetails. Hook sieht auch richtig süß aus. Und Natascha. Ist bestimmt eine Healerin. Aber du meine Liebe, dich möchte ich haben. Xing Chu? Es wäre nice gewesen, wenn man hier einen Button hätte, um den Namen vorgelesen zu bekommen. Okay, schließe vergessene Halle Erinnerungsstufe 3 ab, nachdem du Trailblaze Stufe 21 erreicht hast, um die Figur Xing Chu zu erhalten. Nice, ein Free-Charakter. Gefällt mir. Die haben schon an unsere Belohnung gedacht, die Leute. Ey. Die wissen schon, wie die hier Leute reinbekommen. Ehrlich. Also MiHoYo ist meiner Meinung nach einer der besten Entwickler, auch vom Marketing her, die es hier einfach gibt. Let's go. Bisschen Story. 11 Minuten einfach nur gebabbelt, Alter. Take the express and leave. I'll stay. But let's go. Okay, was passiert jetzt? We lost control. Are you thinking of going back? The space station has hurt us. But we can't just run away. The Doomsday Beast can rip off the defense. Either way, the Legion has the blessing of the Aeon, and that's why we have to leave. And she's that. She's the one who can help us turn. Oh, sorry. Of course, I may be wrong. Ich krieg zu schnell wieder. As you say so. This is the supply zone where the maintenance crew works. There's a path here that leads to Mr. Yang. The Astral Express tracks our coordinates in real time. Mm-hmm. I can almost guarantee that right now we might be able to handle things if it's just the Doomsday Beast, but if the okay. Instructions... Mir wird das jetzt zu viel. Ich will schon, was so ein Einheit ist. What is that? Was passiert jetzt? Let's get out of here. I'll explain. Okay, danke, dass du es mir nicht erklärst. So, bevor wir weitermachen. Nein. Wir machen erstmal weiter. So, kann ich dir eine Attacke draufhauen? Okay. Hast du es jetzt bekommen? Bestimmt, oder? Yeah, Feueranfälligkeit. Oh, nice. Boah, ich freue mich auf diese nice Einheit, Leute. Jedes Mal, wenn ein Verbündeter Schwächebruch verursacht, erhält Himeko Aufladung. Oh mein Gott, was bist du für eine coole Einheit, bitte? Starten wir mal hier. Ich glaube, du bist der Stärkste gerade. So, Bruch. Himeko hat Aufladung erhalten. Ich werde ihn so oder so schnell killen, deswegen brauche ich keine Verteidigung. Gib ihm. Was? Ich bin so dumm. Was habe ich angeklickt? Ich bin so unfassbar dumm. Ich habe doch Verteidigung. Nur falsche Einheit, aber. Oh mein Gott, Himeko. Oh mein Gott. Aus der... Nein! Ich kann es nicht benutzen, weil ich kein Ding mehr habe. Egal. So. Okay, zu wenig Schaden. Ich habe mehr Schaden erhofft. Wir müssen den killen. Aber zackig. Reicht es? Nee. So, zack. Let's go. Das müsste jetzt aber reichen, oder? Einmal Ausdehnung bitte. Gib ihm. Wenn die Aufladung 3 Punkte erreicht, startet Himeko unmittelbar einen Vollgasangriff. Da bin ich mal gespannt. Siegesrausch. Leute, ich will Himeko haben. Leute, ich will Himeko haben. Jetzt einmal Ausdehnung bitte. Testen wir das mal. Einfach nur brutal. Einfach nur wild. Also ehrlich. Was ist das? Ah, das ist das Ding, um die Technik zu erhalten, also die Technikpunkte. Das Lila, na jetzt habe ich es verstanden. Okay. Technikpunkte wiederherstellen. Was ist denn wie? Ich gehe rechts rum, links rum ist eine Einheit, da kann ich eh nicht rum. Dann gehen wir hier rum. Also... Schaut euch mal die Details an. Die sieht von hinten aus wie
Dilutsch. Wie Dilutsch, Alter, ich schwör. The exit's over there. How do we get to it? Keine Ahnung. Wir machen's einfach. So, sehe ich, welche Schwächen du hast. Haben wir etwas, damit wir dich schwächen können? Aha. Okay, du hast alle Schwächen hast du. Ich möchte aber irgendwas anderes machen. Beeinträchtigung, Feuerbeeinträchtigung, ne, ist es gewesen. Okay, machen wir das nochmal. Zack, in deine Fresse. Feueranfälligkeit, gib ihm. Aha. So, bevor wir loslegen, ich glaube, dich werden wir jetzt mal richtig zerstören. Machen wir einen Einzelangriff draus. Bam, 112 Schaden, gib ihm. Dir geben wir den da. Let's make it quick. Und du machst einmal Ausdehnung bitte. Hier hin. Okay. Alter. Wie geil ist es bitte? So, jetzt bevor wir weitermachen, möchte ich mal ihre Spezialfähigkeit sehen. Flächenangriff, gib ihm. Oh mein Gott. Das war bis jetzt die geilste Spezialfähigkeit. Ehrlich. No lie. Hey, okay, mit dem Loot. Mal weiter geht's. Abschlussbrücke, okay. Aha, aha. Verstehe. Jetzt können wir das hier aktivieren und können rüber. Gefällt mir. So, wir werden jetzt einmal... Zack. Gib ihm. Das war die Schwäche gewesen, deswegen habe ich es gemacht. Ah, was? Das Ding aktiviert sich einfach. Das Ding aktiviert sich einfach, weil wir schon direkt mit dem Bruch gestartet haben. Dann würde ich sagen, Einzelangriff. Ich glaube, wir haben die eh gleich alle gekillt. Greifen wir dich an. Let's go. Und dann machen wir einmal Ausdehnung. Dann ist schon mal diese Runde hier komplett tot. Und du gibst einen Einzelangriff, oder? Bam, weg mit euch. Easy. You couldn't have done it without me. Tool mitnehmen. Und mit Himeko weiterspielen. Bester Charakter bisher. Da hinten gibt es was. Wir müssen... Oh, da ist eine Riesentruhe. Da ist eine Riesentruhe. Komm, gib ihm. Der Einträchtigung rein und ab geht's. Last try. Wenn dann muss es jetzt knallen. Wenn dann muss es jetzt knallen. Aber das wird nichts, Leute. Erstmal abgekackt. Erstmal direkt abgekackt. Leute. Wow. Crazy. Okay. Ja, dann machen wir es mal so. Figuren. Ja, wir müssen nur mal kurz leveln, oder? Hochstufen, bitte. Automatisch hinzufügen. Okay. Zack. Stufe 4 auf Stufe 8. Okay. Reicht das? Ich glaube, das reicht. Ich glaube, das reicht. Wir benutzen erstmal das hier. Zack. Dann wir unsere Technikpunkte haben. Technikpunkte. Und dann nehmen wir wieder die Beeinträchtigung hier, den hier. Weil wir mit Hikamo extrem viel Feuerdamage machen. Okay, jetzt werden wir aber schlauer spielen. Nicht mehr so dumm, bitte. Wir konzentrieren uns wieder auf ihn. Und wir achten auf unsere Verteidigung, Leute. Das ist sehr wichtig. Wir schützen dich.
Ja, wir schützen dich. Ausdehnung bitte. Take this. Yes. Sehr wichtig. Oh mein Gott. Wie viel Schaden. Einzelangriff. Uff. Okay. Clemency, never heard of it. Noch ein Einzelangriff. Oder, ja, noch ein Einzelangriff. Du machst die Verteidigung bei ihr rein. Yes. Überall Verteidigung rein, Leute. Ihr wisst nicht, wie krass es gerade eben war. Spielt mit Verteidigung. So, erst einer weg. Nice. Nein, ich krieg Ausdehnung nicht hin. Trotzdem so viel Schaden. Trotzdem so viel Schaden, Alter. What? Junge, 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 Junge. Alter. Bist du deppert, Alter. Verteidigung direkt rein. Oh mein Gott. Einzelangriff geht nicht anders. Ich muss die jetzt killen. So, einmal Ausdehnung drauf. Hoffentlich sterben die jetzt. Nein, noch nicht. Junge. Junge. Gut, dass wir ein Schild haben. Ja, Hauptfähigkeit. Haben viel zu lange gewartet mit der Hauptfähigkeit. Jetzt ist der linke tot. Einmal Einzelangriff drauf. Und jetzt... Ich überlege, ob ich die Verteidigung erhöhen soll. Oder ob ich seine... Komm, Spezialfähigkeit gebe ihm. Bomb mehr Damage. So, jetzt einmal Verteidigung. Schild dich selbst. Schild dich selbst, sonst bist du weg. Okay, Einzelangriff. Scheiße, ich krieg wieder keine Ausdehnung hin. Aha. Ich brauche hier ein Schild. Du machst auf jeden Fall einen stärkeren Einzelangriff. Wir brauchen Damage. Und du machst deine Spezialfähigkeit. Dann haben wir es, glaube ich. Dann ist, glaube ich, rechts tot, oder? Yes. Okay, so läuft's. Nice. Ganz viele Schwächungen drauf gehabt. Oh, Alter, du brauchst auf jeden Fall ein Schild. Verteidigung. Weißt du was? Wie? Ah, ich weiß nicht. Ich muss aber auch dich schützen jetzt. Ich muss dich schützen. Geht nicht anders. Zack, weil du machst auch extrem viel Schaden. Bam, 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 Gibi. Einzelangriff drauf. Ja, gut, dass ich es gemacht habe. Oh oh. Oh mein Gott. Gut, dass ich das gemacht habe. So. Jetzt gibt es wieder Schaden. Ich bin so dumm. Ich hätte jetzt verteidigen müssen.
Ich hätte jetzt verteidigen müssen. Einzelangriff. Okay, sie ist wieder back. Let's make it quick. Du nimmst auf jeden Fall deine Spezialfähigkeit und benutzt es mit deinem Einzelangriff und zerstörst ihn jetzt, oder? Gib ihm. Nochmal. Du, Spezialfähigkeit. Gib ihm. Nice. Boah, der ist so stark gewesen, Mann. Aber ich hab den, glaube ich, jetzt. Ich schilde jetzt nicht, ist mir scheißegal. Ich mach den jetzt fertig. Bam. Oh oh. Okay, einen Tod mussten wir leben. Leider. Aber wir haben es geschafft. Alter, Junge. Kostbarer Schatz. Danke. Was ist denn das? Nice. Voll gut. Können wir uns hier heilen komplett? So, ich glaube, wir machen hier einen Cut und machen dann im nächsten Video weiter. Das waren viel zu viele Informationen gewesen. Dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.